Blub, 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 Leute. Ups. Ja, ich habe den Boss mal eben so One-Try gemacht. Und zwar wirklich. Auch wenn jetzt alle im Chat sagen werden, nee, das stimmt gar nicht. Haha. Doch, doch, habe ich gemacht. Ich habe nur dummerweise die Aufnahmetaste vorher nicht gedrückt. Das war dumm. Weil wir vorher noch gecheckt haben, welche Audio-Logs ich noch brauche. Und ja. Danach habe ich vergessen, auf F12 zu drücken. Meine Aufnahmetaste. Läuft, läuft, oder? Jetzt sind wir schon im Biolaboren. Sorry. Ich habe jetzt den Anfang nicht gesehen. Da sprattelt noch was. Aber lasst euch gesagt sein, so viel habt ihr nicht verpasst. Ihr kennt die Biolabore hoffentlich schon aus dem LP. Der Bosskampf war auch ziemlich gut. Der lief einfach ziemlich geschmeidig ab. Ja, läuft. Gary will Achievements machen. Ohne Infos kann ich ihm nicht helfen. Ja, das ist schon richtig, Shiro. Das war auch nicht böse gemeint. Aber das hat mich abgelenkt. Ich habe nämlich gerade noch in dem Moment gedacht, ah, drück noch auf die Aufnahmetaste. Und danach habe ich halt über die Audio-Logs nachgedacht und dann war es weg. Ja, und dann habe ich gedacht, so, ist der Part nicht schon viel zu lang? Und dann war gar kein Part am Laufen. Das ist so geil, wenn man die einfach blocken kann. Das ist so gut. Die Mechaniken sind geil hier in dem Spiel. Okay, you done. Hier ist auch noch einer. Hallo. Du Miststück, ne? Wie du mich echt nochmal erwischst, ey. Ich glaub es nicht. Es geht auch auf keine Kuhhaut hier. Ja, nee. Den hol ich mir gleich, wenn ich mehr davon verbrauchen muss. Resolve Biolabore. Jetzt sind wir definitiv in den Laboren. Und guck mal, wie das ganz schön runtergekommen ist, ey. Man muss hierzu wissen, der Surge, also dieser Dings, ist 2 Tage her. Wir lagen 2 Tage praktisch im Koma. Irgendwo in der Ecke rum und wurden dann von einem Robo fast auseinandergenommen. Ja, das sollte man wissen. Und das hier ist in 2 Tagen so geworden. Das sah vor 2 Tagen alles tipptopp aus. Ich meine, I don't know. Wir haben es leider nicht sehen dürfen. Wir wurden direkt in diese Hölle hier reingeworfen. Und, oh oh, da ist noch einer. Ja. Dich kannte ich noch. Na, ich will deinen Torso, glaube ich. Wir brauchen nochmal wieder ein paar Beine, glaube ich. Aua. Ich habe ihn dann nicht aufgeschlitzt. Das ist natürlich sehr dumm von mir. Den Torso will ich nicht haben, der ist doof. Es ist übrigens sehr dumm, mit einer Waffe, die so langsam ist wie diese, einfach aus dem Stand das zu machen. Es ist immer sinnvoll, das zu machen. Und ich bin sehr froh, dass sie das nicht rausgepatcht haben. Weil das lässt einen 90% aller Gegner super gut handeln. Indem ich einfach nur das mache. Einfach nur die ganze Zeit hin und her hüpfe und im Sprung praktisch schlage. Was meine Schlaggeschwindigkeit 10-mal schneller macht, als sie sonst wäre. Und ist praktisch die einzige Möglichkeit, mit schweren Waffen in diesem Spiel zu kämpfen. Ansonsten hätte man keine Chance. Keine. Hier ist übrigens der Schmelzer. Schmelzer Nummer 5. Oder beziehungsweise eigentlich Nummer 4, weil dann den hier kommt man schneller als an den anderen in der Fabrik. Das muss man nämlich erst die Big Sister, glaube ich, gekillt haben, bis man da hinkommt. Und die Big Sister kommt hier nach. Also das hier ist praktisch Nummer 4. Und wenn man alle 5 hat, kriegt man die Iron Mouse Rüstung, wenn man weiß, wo man die Münzen einzusetzen hat, die aus den Dingern rauskommen. Und das hier sind meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Oder zumindest einer davon. Gary ist zweimal gestorben, behauptet, er ist jetzt gar nicht gestorben. Ja, danke, ne? Kadex wieder. Der Sack. Nein, ich bin nicht gestorben. Ich kann das Spiel. Ein bisschen zumindest. Das Geile ist, wenn man diese Robos, so asozial sie auch sind, wenn man diese Robos farmt, wenn man sie farmt und ihnen immer das hintere Bein ab, oder diesen Schwanz abschlägt, nicht das hintere Bein. Wenn man ihnen das hintere Bein abschlägt, dann bekommt man etwas, womit man me- Oh mein Gott, macht der mir einen Schaden, ey. Womit man mega geil Altmetall farmen kann. Denn man bekommt Zusatzkerne und die Zusatzkerne bringen 2000 Altmetall each. Und jeder dieser Roboter hat einen Schwanz obendran oder so ein extra Arm, ein extra Glied. Wird nicht besser, ne? Und jedes dieser Glieder bringt einen Zusatzkern. Das heißt, jeden Roboter, den man tötet, kriegt man einen extra Zusatzkern. Das heißt, 2000 Altmetall mehr. Wo ist der Typ hin? Hier patrouilliert normalerweise ein Typ. Und ich will nicht, dass er weg ist, weil das ist nicht gut. Ah, der ist da hinten. Nee, ist er nicht. Normalerweise müsste der hier sein. Wo ist der hin? Wo ist der Penner hin? Das macht mir Angst. Ich könnte mir ein Bein von ihm schnappen.
Das linke Bein ist immer am besten zu treffen, weil wir mit der Waffe, die wir in der rechten Hand haben, angreifen. Und das heißt, der natürliche Arc ist, dass wir das rechte Bein treffen. Und das bedeutet, dass wir die Panzerung klein kriegen und es abschneiden können. Es ist egal, welches Beinteil wir aufnehmen, das zählt für beide Beine. Also ist das rechte Bein immer das, was man am sichersten auch bekommt. Nur um das, die Mechanik dahinter mal zu erklären, beziehungsweise warum ich das so mache, wie ich es mache. Man kann übrigens auch sehen, wie stark ein Teil bereits beschädigt ist. Denn es gibt da so einen gelben Schild, der hat so einen gelben Rand. Und dieser gelbe Rand wird rot, je mehr wir ihn beschädigen. Ein Zusatzkern. Ah, da komme ich nur von da oben hin. Normalerweise käme ja auch ein Interview mit Gutenberg, dem Anführer, oder beziehungsweise Anführer, Quatsch, Anführer, dem CEO von Resolve Industries, oder heißt Resolve? Oder Creo. Creo ist es. Nicht Resolve. Resolve ist das, woran sie arbeiten. Creo heißt die Firma. Und ganz interessant, was der hier alles zu sagen hat und warum es überhaupt Creo gibt, nämlich eigentlich um die Welt zu retten. Mit Resolve. Resolve ist eine bahnbrechende Möglichkeit, die Erdatmosphäre wiederherzustellen. Ein Problem, dem wir uns auch zu stellen haben eigentlich. Denn in Australien ist es zum Beispiel schon so. Da ist die Atmosphäre zerstört. Und deswegen gibt es das Ozonloch. Ach ja, mit dir müssen wir ja kurz reden. Hallo Chavez. Na, huch, Big Sister, Bioshock? Nein. Diese Big Sister ist ein bisschen nervtötender als die in Bioshock. Obwohl, die sind auch nervtötend. Ich überspringe das jetzt mal, das kennen wir schon. Guter Plan. Ein paar Details. Hört ihr es? Das ist die Stimme von Ben Affleck, die Deutsche. Soweit ich weiß. Okay, dankeschön. Ich bin dann weg. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, ich habe das auf die Schwänze abgesehen, ja. Die Frage ist nur, welche Art. Tja. That's for me to know and for you to figure out. Au. Oh, die machen so einen derben Schau. Schaden. Mistvieh. Wenn das einen anspringt, tötet es einen meistens, ne? Vor allem im New Game. Also wenn man noch keine Stats oder Rüstung oder sowas hat, die töten einen mit einem Sprung. Die sind richtig fies, diese Gegner. Aber dafür lehren sie einen, dass man richtig ausweicht. Was eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und der da tut nur so, als wäre er tot, der kleine Drecksack. Der tut nur so. Aua. Penner. Aber ihr seht jedes Mal einen weiteren Zusatzkern. Und das ist eine super Farming-Sache. Also allein damit, dass man die hier nur umnutzt und die so oft, wie man hier rumläuft am Anfang. Boah, ey. Aber damit farmt man eine Menge. Hallo, ich weiß, dass du mich einbuschen willst, aber das kriegst du nicht hin. Oh, du hast eine andere Waffe, ne? Ah, ja, ja, der hat die Eiswaffe, diese Special-Waffe da. Vom Fire and Ice-Set. Ja, das kannst du dir abschminken, mein Freund. Also wirklich, so eine billige Tour machen wir gar nicht mit hier. Zap! Und da ich die schon habe, kriege ich nur das A-Modul. Und ein bisschen mehr Wolfram-Legierung. Which is nice. Warum hast du... Seit wann hast du Info? Ich glaube, die Info habe ich noch nie gelesen. Okay, Chemikalienhülle intakt. Okay, mehr nicht. Komisch, warum ist hier dann alles ausgelaufen? Das hier ist übrigens der Shortcut, den ich vorhin meinte. Melly weiß sicher... Wow. So much wow. Du weißt, dass der Scheiß giftig ist, oder? Wir können das Zeug nicht einfach quer über die ganze Fabrik verteilen. Wir hatten einen weiteren Unfall. Gott sei Dank ist er nur ein Krüppel. Oder ist es billiger für die Firma, wenn sie direkt tot umfallen? Ja, wahrscheinlich. Wenn die EHA jeder von Wind kriegt, dann wird der Laden hier schneller dicht gemacht, als eine dieser Raketen hochgeht. Warum macht der Melly Hunger? Garnelen, au. Ich wollte schon sagen, bei eurer Not Safe for Work Thematik hier. Ah, hier ist übrigens der, ja, wie ihr seht, ich habe euch den Shortcut schon gezeigt. Sinnvollster Shortcut in diesem Gebiet. Soll ich mir den holen? Nee, wir kommen auch so durch. Ich habe genug Vertrauen in meine Fähigkeiten in The Search, dass wir auch so weiterkommen. An denen ist doch nichts dran.
Will lieber die ganze Garnele paniert. Geil. Ja, das stimmt. Ist die bessere Variante. Wir sollen übrigens, Chavez meinte, wir sollen in die Labore und sie rausholen, denn sie ist da gefangen. Komm nicht raus und das machen wir. Dafür, und das ist mir im LP nie aufgefallen oder sehr lange nicht. Da unten müssen wir weiter. Wie lange ich hier rumstolziere. Oh, du bist neu und du bist nicht nett. Du bist absolut, du bist ein Arschloch, das sehe ich sofort. Ja, mal gucken, ob wir es wirklich schaffen. Ich hätte gern deinen Arm. Obwohl, eigentlich ist mir es egal. Hier nochmal. Ah, guck mal, was der für Schaden macht. Okay, die Waffe von dem habe ich schon. Ja, okay, das nächste Mal, wenn so einer be... Wolframlegierung MK9? Yes, please. Okay, es war vielleicht doch nicht so schlecht, dass wir das gemacht haben. Oh, und schaut mal, wir haben wieder unsere Heilung ein bisschen aufgefüllt bekommen. Oh, ich bin auch ein Idiot, da oben war eine Heilungsauffüllung und ich hätte das machen können, ohne die Gegner wieder zu spawnen. Schade. Autopsie von D70739. Habe ich auch schon zwei von, schade. Männlich, 28. Rücken, Hals und Schädel wurden geöffnet. Da unten liegt was. Hirn sowie Zervikal- und Thorakalbereich des Rückenmarks liegen frei. Alle Neuroimplantate wurden entfernt. Dies ist das siebte Opfer mit ähnlicher Pathologie. Doch der Modus operandi des Täters entwickelt sich. Die ja, das ist der Butcher. Die Kontaminierung wurde eingeleitet. Und über den, die da gerade geredet hat, ist der Butcher. Das ist irgend so ein Killer, der hier in Creo rumläuft. Aber leider kam er nicht vor. Der Killer. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ach nein, ich will nicht. Ah. Komm doch eh nicht durch. Ist der Stream eigentlich ab 18? Nein, ist er nicht. Aber dank euch sollte das vielleicht sein. Wie springe ich? Okay. So? Nee. Wie springe ich? Das ist nicht springen. Ah, so. Okay. Linksstick. So springt man übrigens nicht. Ich meine, ich bin nicht gestorben, was eine gute Sache ist. Aber ich stehe wieder ganz am Anfang. Willst du mich rollen, ey? Oh. Naja gut, dann können wir zumindest das holen. Ja, das ist nur ein Gegengewicht. Deswegen gehe ich mir das normalerweise nicht holen. Ja, wir stehen gerade ganz am Anfang. Wenn wir jetzt die Erweiterung hätten, dass wir durch die Sicherheitstüren kommen, das ist ein verbessertes Exoskelett, das wir brauchen. Das kriegen wir aber erst viel später. Dann können wir jetzt sogar wieder dahin, wo wir waren. Jetzt, das geht aber leider nicht. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Scheißweg gehen. Soll ich vorsichtig sein mit meinen NSFW-Kommentaren? Ja, bitte. Ich bitte darum. Es tut mir leid, dass ich euch da so einschränken muss, aber... Ich hab nicht... Obwohl, eigentlich müsste der wahrscheinlich sowieso bei dem Game hier auf 18 sein, oder? Ja, that's okay. Passt schon. I hope. Was hält denn zum Beispiel Sapsi jetzt von dem Spiel, soweit du gesehen hast, Sapsi? Wie findest du's? Ich meine, du kennst ja sicher auch Quark Souls und sowas. I hope at least. Wäre schon fast schade, wenn du es nicht kennen würdest. Weißt du was, den gönnen wir uns, dann sind wir wieder fit. So, ohne die Gegner wiederzubeleben, kann ich mir einmal dort meine Heilungen komplett auffrischen. So viele wie ich habe, ist scheißegal. Die werden alle einmal aufgefrischt. Ach ja, ich habe ja das hier noch. Kommen wir da nicht so hoch? Aha. Oh oh, was ist das denn? Ah! Wo kommst du denn her? Du bist neu. Soll es hier nicht sein? Das ist egal. Ich habe mir das mitgenommen, was ich mitnehmen wollte. Und ihn muss ich nicht. Ja, okay. Don't have to, still do. Okay. Ich habe immer noch die Stiefel an. Das ist alles gut. Da müssen wir nämlich auch noch rein. Wir müssen in beide dieser Dinger rein. Hier oben kommen wir gleich raus, wenn wir da unten durchgehen. Und in das andere müssen wir dann noch rein. Und dann sind wir durch das Gebiet praktisch schon durch. Hier gibt es auch keinen Boss in dem Gebiet. Dieses Gebiet ist einzig und allein für Dr. Chavez und um uns die Möglichkeit zu geben, die Special-Sache zu bekommen, die uns ermöglicht, das Spiel auf positive oder negative Art abzuschließen. Beziehungsweise, wenn wir sie einsetzen, auf positive, wenn wir sie nicht einsetzen, auf negative Art. So, läuft. Ich wusste, dass ich es kann.
Okay, gab nur ein bisschen Schrotthaufen, aber alles Altmetall, was wir sammeln, hilft uns, das andere Achievement noch zu bekommen. Was zwar nicht zu denen gehört, die ich unbedingt haben will, aber jedes Achievement finde ich gut. Gliedmaßen von kranken Menschen und er kann sich aussuchen, ob er den Kopf abschneidet. Ein Spiel, in dem es darum geht, Gliedmaßen abzutrennen. Ach was, die Kinder halten das schon aus. Ja, ich meine, ne, läuft. Ganz interessant, hab schon geschaut, wie viele Parts dein LP dazu hat. Ach, das ist schön. Freut mich, wenn es dich unterhält. Und wenn du das LP auch anschauen möchtest, hier. Wegen dem hier. Ich kann es nur empfehlen, also ich fand's cool. Und wenn man das hier mit ein bisschen mehr Kontext sieht im LP, ich meine, gut, mein Kontext dahinter war noch nicht so groß, aber es hat so ein bisschen mehr Entdeckungsdrang gehabt. Und ein bisschen mehr Gefluche, weil ich manche Mechaniken noch nicht so kannte. Oder manche Sachen. Ich glaube, ich hol mir mal dein Bein, oder? Und dann holen wir uns beim nächsten Mal einen Kopf. Zap! Oh, das ist so gut. Und vor allem habe ich ein bisschen mehr rumgederbt beim ersten Mal. Beim ersten Spielen, weil man hat noch mehr Respekt vor den Gegnern. Und kann sie noch nicht so gut einschätzen, wie ich es jetzt kann. Da kam jetzt nicht einer in den Rücken und so, ne? Okay. Und alles, jedes Implantat zum Beispiel, was man gefunden hat, war eine Entdeckung und so. Und das ist immer mega geil. Warum ist die Kiste da gerade von der... Ist egal. Ich frag einfach nicht nach. Das ist Creo, ich habe die Firma nicht und so, ne. Guck nochmal hier durch, vielleicht gibt's ja noch was. Okay. Nur Rubble. Okay, läuft. Wir sind hier gleich sogar schon durch. Durch den Teil, meine ich. So viel kommt hier nicht. Danke. Noch mehr Wolfram-Legierung, V7, beziehungsweise MK7. Nice. Games ab 18, definitiv. Ja, bei sexuellen Spielen ist es Pflicht, das weiß ich auch. Naja, aber auch wenn es nicht Pflicht ist, eigentlich sollte ich es auf 18 stellen. Aber ich meine, so leicht, wie man dieses ab 18 umgehen kann, indem man einfach sagt, ja, ich bin 18, du brauchst ja keine Bestätigung dafür in irgendeiner Form. Das heißt, du musst nicht irgendwie deinen Ausweis hinschicken oder sonst irgendwas. Warum? Wieso komme ich da nicht hin? Industrieller Elektromagnet? Oh, hallo. Schön, dass du mich nicht entdeckt hast. Das finde ich voll nett von dir. Wie komme ich da hin? Und ich wusste nicht, dass der hier liegt, der Elektromagnet. Habe ich hier nicht von woanders her? Hä? Warte mal. Habe ich schon dreimal jetzt. Aber ich wusste gar nicht, dass man den hier kriegen kann. Okay. Alles cool. Das war jetzt nicht wirklich eine durchsichtige Art für den Spieler, da wieder rauszukommen, aber... Übrigens, wenn ich jetzt... Das ist übrigens Toxizitätstest. Hier macht's noch nichts, wenn ich den Kram kaputt mache, aber in einem anderen Level, nämlich in Research und Development, also R&D, da schon. Und das wird noch klein, bunt und komisch. Oh, hier brauche ich schon 105. Damn it. Also hier alle Nanos zu bekommen, wird echt schwer. Der Part ist erst 18 Minuten lang, Kadex. Wir haben noch. Sapsi, LP anschauen und danach selber spielen. Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Also, es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht das schwerste Spiel. Es ist gewöhnungsbedürftig am Anfang von den Mechaniken her. Und daran, dass man sich halt träge ein bisschen verhält und sowas. Und wie man die Gegner einzuschätzen lernen muss und so. Aber wenn man das mal so weit hat, dass man ein bisschen weiß, was man von den Gegnern zu halten hat und wie sie agieren, ist das einfach nur extrem fun. Und auch die Bosse sind halt immer ein bisschen, ne? Ist klar. Um Ed zu machen. Seit wir angefangen haben, Teammitglieder mit Neurolinks auszustatten, dreht er langsam am Rad. Und ja, wir haben sein Implantat wieder und wieder gecheckt. Ich habe langsam Angst, er kriegt eine Art psychischen Totalausfall. Okay, dachte ich mir, dass das so ist. Er driftet komplett ab von der Realität. Wir befinden uns seit über einem Jahr in der Humantestphase. Ich meine, wir sind das Entwicklungsteam und er ist der leitende Softwareingenieur. Aber er besteht darauf, dass seine Gedanken nicht seine eigenen sind, dass da jemand bei ihm ist. Krankes Zeug. Aber bekannt, also, oder? Wir merken, obwohl, es ist eigentlich schon fast klar aus dem Kontext, wie der Search ausgelöst wurde. Denn wir merken, schon bevor diese Überspannung war, hier wäre übrigens auch wieder Gelaber, wie ihr unten sehen könnt,
Bevor diese Überspannung war... Hier ist jemand. Ja, guten Tag. Hallo. Ich will deine Waffe haben. Schon bevor das passiert ist, sind die Leute durchgedreht mit den Implantaten. Die Frage ist, warum? Und diese Antwort bekommt man praktisch, wenn man bis zum Ende spielt. Und das letzte Gebiet sagt einem eigentlich alles. Und so gesehen ist der Surge wahrscheinlich auch deshalb passiert. Da oben ist noch was für eine Drohne, ne? Ich glaube, hier irgendwo müsste noch was für so eine Drohne sein. Leider noch nicht habe, was bekomme ich erst, wenn ich mit der Trolle hier fertig bin. Ja, all das nur, damit wir hier durchkommen. Hallo. Oh, scheiße. Das war dumm. Ich wusste nicht, dass der noch hier auftaucht. Oder sie. Das ist eine Frau. Glaube ich. Ja, es muss eine Frau gewesen sein. Die Schnellen sind meistens Frauen. Häufig, sagen wir häufig. Bisschen Torso? Ja, ich glaube, wir holen uns ihren Torso. Und vor allem ist es am Anfang halt cool, weil man bekommt halt, wenn man am Anfang spielt und die Rüstung von denen Stück für Stück auseinander nimmt, das heißt, eine mal den Torso abschneidet, oder beziehungsweise eher 10 Leute mal den Torso abschneidet, oder auseinanderschneidet, oder manchen das Bein abschneidet, manchen die Arme abschneiden und sowas, dann bekommt man halt die Möglichkeit, diese Rüstung selber zu bauen. Mehrfach sage ich deshalb, weil einmal reicht nicht, damit man genug Teile hat, um die Rüstung zu bauen, aber ja, man kann die Rüstung bauen und sich selbst damit verbessern und das ist mega cool. Denn die Rüstung, die man sich am Anfang bauen muss, denn man hat am Anfang keine, aber man bekommt die Baupläne für eine Rüstung, die ist nicht so ideal, sage ich mal. Hallo? Ich würde aber auf jeden Fall, wenn du es denn spielen würdest, Subsi, würde ich dir den Hinweis geben, mach nicht das, was ich gemacht habe im Let's Play. Nimm nicht die schwere Rüstung, nimm die leichte. Die leichte ist weit besser, meiner Meinung nach. Die schwere ist scheiße. Die leichte ist echt gut. Okay, haben wir hier alles? Ja. So, hier haben wir noch ein paar Drohnen, da rennt noch ein Funzel rum. Und hier müsste auch noch ein Robocop rumliegen. Ne, ich würde gerne den hier vorher töten. Ich hab geblockt! Miststück! Sorry. Ein bisschen Torso muss sein, ja, genau. Genau, man muss sich mal halt ein Torso gönnen, ne? Manchmal muss man halt den Körper von jemandem haben. Das klingt so falsch, ey. Im Kontext dieses Spiels. Im Kontext dieses... Oh, scheiße. Ja, du hättest mich nicht mehr jetzt getötet, ne, du Mistvieh. Und da liegt noch so einer rum. Ja, guck mal, wie er mitzieht, die kleine Ratte. Und jetzt will ich nicht auf ihn zu, weil da liegt noch ein anderer rum. Ihr müsst aufpassen, selbst wenn er in der Luft ist, kann er noch mitziehen, der kleine Penner. Das ist so ein bisschen wie bei Dark Souls, die Pfeile. Au, scheiße. Okay, das war knapp. Aber jetzt muss ich mir einen richtigen gönnen. Okay, passt. Passt. Zusatzkerne sind immer gut, die will ich immer haben. Ich weiß, die während Lösung sie labert. Irgendwo hier, direkt unter meiner Nase. Chavez. Ich kann sie förmlich riechen. Hau ich dem Typen mal den Schwanz ab. Und ja, es ist ein bisschen wie bei Dragon's Dogma, ne? Aber alle wollen die Schwänze haben. Ja, drängen, sever the tail! Wir hätten mehr Zeit gehabt. Mehr Test. Scheiße, die sind ganz schön stark hier. Die sind stärker als normal. Geschehen ist es geschehen. Ich kann das, in das hier geht noch nicht, oder? Resolve ist die Lösung. Lockdown oh, doch. Deaktiviert. Systemneustart. Achtung! Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor wurden aufgehoben. Ja, wer wissen will... euren zugewiesenen Arbeitsplatz zurück. Wer wissen möchte, warum Resolve die Lösung ist, der muss das Let's Play schauen. Haha. Das Innuendo, though, ne? Maximales Innuendo. Ne, maximales Strafmaß, Carter. Oh, jetzt sind die Typen ja hier. Oh, I hate them. Ich hasse die Penner so sehr, ihr glaubt es nicht. Die Flammenwerfer-Asozialen, ey. Es ist unglaublich, wie scheiße die sind, ey. Die asozialen Flammenwerfer-Spacken. Das ist eine der wenigen Waffen, die man im Spiel nicht selbst bekommen kann. Eine der wenigen Waffen. Dafür bekommt man aber die Wolfram-Legierung für die eigenen Waffen, was sehr schön ist. Und jetzt laufen die hier überall rum, weil wir nämlich gerade den Lockdown aufgehoben haben.
müssen normalerweise da hin. Ich glaube, ich will deinen Kopf haben. Nein, nein, nein. So, schnall mir doch noch einen. Die haben übrigens das Liquidator-Set an. Also das, von dem ich gerade die Beine trage. Und haben Flammenwerfer in der Hand, die kleinen Penners. Und die werden uns noch lange auf den Sack gehen, Leute. Oh, und jetzt sagt sie uns, sie ist schon weg. Ich brauche Hilfe. Ein Kryo-Team ist aufgekreuzt. Ich konnte gerade noch in mein Labor flüchten. Im Augenblick bin ich sicher. Tauros sind Stiere, ja. Wie lange. Ich brauche Unterstützung. Bitte. Ich weiß gar nicht mehr, wie er genau hieß. Oder beziehungsweise Kühe auch. Die haben auch Tauros mit drin im wissenschaftlichen Namen, Leute. Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau war. Boss Tauros, glaube ich, heißt das. Das ist die Kuh. Oder die... Ja, eigentlich die Kuh. Das Boss Tauros, meine ich. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und Boss im Sinne von, also geschrieben B-O-S, nicht B-O-S-S. Also nicht wie der Boss, also der Chef, sondern Boss. B-O-S. Na komm, steh auf, du kleiner Drecksack. Ich weiß, du lebst noch. Ja, hast du gedacht, ne? Haha. Haha. Oh Gott, da kommt noch ein Type mit. Nicht den will ich nicht. Ich will den da, der ist gefährlicher. Oh, der war schön. Habt ihr es gesehen, ey? Zap. Ich schlage am liebsten den Arm mit der Waffe ab, weil man bekommt sowohl die Legierung für die Waffe als auch für die Armpanzerung. Und das ist immer am coolsten. Außerdem kann man, wenn man die Waffe noch nicht hat, sich so die Waffe beschaffen. Wenn man ihm die Waffenhand abschlägt oder den Waffenarm eher. Besser Arm dran als Arm ab. Und so ist das auch hier. Eigentlich ist hier besser Arm ab. Also, ja. Vielleicht doch nicht so ganz. Warren ist da, hat das so ein bisschen falsch verstanden früher in der Schule. Ah! Du Ratte, ey! Oh Gott, das ist auch ein Special-Typ. Ich bin mir aber nicht sicher, was für ein Special-Typ, aber der hat einen... Oh, ich weiß, was der hat. Aber ich will sein... Will ich seinen Kopf? Au, das hat wehgetan. Ich weiß nicht mehr, was er für eine Rüstung anhat. Der hat Teile von einer anderen Rüstung an, die ich nicht kenne. Deswegen habe ich gerade gezögert und das war dumm. Der hat auf jeden Fall einen, oh, wie heißt die Waffe nochmal? Die kriegt man erst später im R&D normalerweise. Also die hier als Anfänger, ganz ehrlich, mit den DLCs, das ist eine Herausforderung. Es sind übrigens alle DLCs kostenfrei, bis auf Cryo World. Die sind alle kostenfrei. Wie heißt der nochmal? Dieses Wissenschaftler-Tool. Ah, das war die Proteus-Rüstung, ja, oder Proteus. Und die Waffe war... wieso habe ich die nicht? Doch, habe ich. Somewhere. Da, ich trage sie doch sogar. Codename Parsival, genau. Und Parsival 2.0 nutze ich sogar. Läuft. Oh, und ich habe gute Energie gesammelt, die sollte ich auch einsetzen. Um mich schön hochzuheilen, dann brauche ich mir nämlich einmal weniger Heilung reinpfeifen. Wir sind fast durchs Gebiet durch, Leute, ist nicht mehr viel. Aber der Typ war eine Sau, ey. Der stand hier normalerweise nicht. Hier stand normalerweise gar niemand. Ich find's ein anderer, glaube ich. So ein gelber. Ich find's schade, dass man keine Special Butt Armor bauen kann, für die man Butt sammeln muss. Was, Kater? Hast du irgendwie... Ich weiß nicht. Den perfekten Booty hier. Genau. Oh Mann, ey. Naja, Booty heißt ja auch Loot, ne? Insofern passt das schon. Aber schaut euch mal die Umgebung an, wie geil die einfach ist. Wie geil die gestaltet ist. Der Kater hat ja sicher Orgasmen bekommen. Zumindest mehr als bei Elex. Bei Elex hat er eher, weiß ich nicht, Dünnpfiff bekommen oder sowas vor Ekel. Bei manchen Sachen. Ah, ich bin so gemein, ich weiß. Es tut mir leid, Piranha Bites, aber... Ah, und jetzt seht ihr, was dieser scheiß Arm machen kann. Deswegen schlage ich immer direkt ab. Der ist nämlich richtig nervig. Ja, und du haust mich damit, du kleine Ratte, ey. Kleiner Schweinehund, der er ist. Kann ganz schnell das Leben kosten, die Typen. Also da muss man sehr aufpassen. Deswegen, ich kann mit schnellen Waffen in diesem Spiel nicht umgehen. Das ist wie ein Dark Souls Dex-Build. Kann ich nicht. Das ist einfach... Krieg was an mich. Stärke-Build kein Problem. Dex-Build, das wäre buttastisch.
Das war ein NG-Plus-Gegner. Ja, dachte ich mir schon, Gimli. Aber wirklich war das NG-Plus... Ja gut, er hatte keine Special-Waffe. Es muss NG-Plus gewesen sein. Du hast recht, Gimli, ja. So, Pumpwerk. Hier haben die Pflanzen ein bisschen... Was? Nach 2 Tagen, Leute? Really? Wie schnell wachsen die Dinger? Oh ja, und da haben sie ihren Spaß. Und Madame gibt uns gleich den Drohnenchor, mit dem wir das machen können. Ich habe keinen Bock, gegen die vorzugehen. Okay, die hau ich das Bein kaputt, das auf jeden Fall. Oh, scheiße. Und seht ihr, wie viel Schaden das macht? Ich kann nicht wechseln. Danke. Was hat sie mit Panade gehabt? Was will ich von dir haben? Eigentlich ist Bein, oder? Naja, Körper. Nehmen wir Körper. Die Environments in the Search sind ganz nice, aber jetzt nicht super krass. Ja, gut, für dich nicht. Ich finde sie cool, Design. Und ich meine, die haben ja auch nicht so das Design-Team dafür, oder? Deck 13? Die sind nicht so groß aufgestellt, meine ich, wie andere Firmen der Art. Meine ich. So, du Klops. Ich schneide dich in zwei. Ich will nicht mit dir reden. Ich will Sachen aufsammeln. Ich werde das auch überspringen. Wie gesagt, wenn ihr die Story kennenlernen wollt, dann müsst ihr das Let's Play schauen. Von wem auch immer, ist mir egal, aber ihr müsst von jemandem schauen. Irgendwas stimmt nicht mit der Verbindung. Ja, Chavez-Gelaber. Das ist der Botex-Energiekern. Damit kann ich die Sachen überlasten. Sie gibt uns jetzt den Virus. Und erzählt uns, dass Resolve gar nicht funktioniert, so wie es advertised wird, wie immer. Resolve soll giftig sein, wenn man es nicht verändert. Und es ist zu langsam. Und deswegen haben sie... Hat ein anderer Doktor, die sich eine... Okay. Der verschlüsselte Datenchip, den brauchen wir. Sich eine Sache ausgedacht. Kannst du behalten. Sieht aus, als könnte deine Drohne ihn gebrauchen. Eine Sache ausgedacht, die schnell genug geht, um die Erde zu retten und die Menschheit. Das Dumme ist, dass 95% aller Menschen dabei sterben. Ja. Und er brüstet sich sogar damit, dass es nur 95% sind. Was ich mega gut fand. Das ist übrigens was wir ganz am Anfang gemacht haben mit der Drohne und wo die Drohne dann kaputt gegangen ist, weil der Energiekern fehlerhaft war. Ja, der Botox-Energiekern. Genau, Carter. Genau so ist es. So, da ich jetzt keinen Bock mehr habe, die anderen Räume, die wir hiermit jetzt öffnen könnten, durchzulatschen... gehen wir jetzt einfach weiter. Außer, nee, in den Biolaboren, war da nicht noch ein Comicbuch oder sowas? Shiro, wie sieht's aus? Wenn ja, sag mir wo, dann gehen wir da nochmal schnell vorbei. Ich weiß, jetzt sind alle Gegner wieder da, aber wir haben 195.000 Altmetall dabei, also. Das muss ich mir jetzt echt mal gönnen. Und jetzt werden wir erstmal die 2 Sachen machen, damit ich meine Achievement bekomme und glücklich bin. Den günstigsten bitte, dankeschön. Warum darf ich nicht herstellen? Ah, weil der günstigste natürlich nicht funktioniert. I hate my life. I really hate my life. God damn it! Jetzt hatte ich genug und dann sowas. Schönen Tag, Warren. Iron Mouse Nummer 9. Und wo, Shiro? Wo? Als nächstes kommt doch schon R&D, oder? Da sind auch 2 Sachen, die wir brauchen. Botox-Lippen? Hm, geil, Kadex. Für die maximale Lippendicke. Ich hatte mal 300.000 dabei. Ja, das ist schön, Gimli, ich nicht. Ich bin eigentlich immer dafür, die vorher wegzutun. War das gerade ein krasses Déjà-vu-Kater? Okay. Also ich brauche wieder Kopfteile. Ich muss mehr Köpfe killen. Der Köpfe köpfen. Shiro, sag an, wo ist es? Und jetzt so, ich find's, nee, das wär's. Wenn ich jetzt finden würde, dann würde ich weinen. Aber dann hätte ich es auch so schon finden können. Hätte ich mich nur mal ordentlich umgeschaut in dem Rotzladen hier. Das ist es halt, es gibt einfach Ebenen hier, da muss man sich nicht wirklich gut umschauen, finde ich. Ich meine, so atemberaubend ist das Design hier auch nicht. Das stimmt schon. Aber... Das ist schon schön.
Ich find's stimmig. Ich habe dazu nur ein Video, aber keine Mad Bay in der Nähe. Die Mad Bay. Oh, die ist so mad, die Bay. Keine Beschreibung, Shiro? Weil so, das Gebiet ist halt schon ein bisschen sehr groß, als dass ich jetzt da rumsuchen könnte ohne Ende. Weil dann sind wir in 2 Jahren noch nicht fertig, wenn ich mir die jetzt alle selbst zusammensuchen müsste. Und wenn die so einfach zu finden wären, hätte ich sie schon lange gefunden. Dann... Da seht ihr, die verlangsamen mich. Ich bin gerade nicht langsam gegangen. Es ist wie oben in der Nähe von dem Schmelzer, den du uns... Oh, willst du mich verarschen? In der Nähe vom Schmelzer? Dann müsste ich es doch haben. Oh Gott, wenn ich den scheiß Schmelzer jetzt nochmal killen muss, ne? Wenn ich den Schmelzer nochmal killen muss, das ist echt anstrengend. Ich weiß nicht, warum ich den Schaden gefressen habe, aber ist cool. So, ist das MK7? Ich weiß es nicht. Müssen wir dann gucken. Oh, du bist ja hier, du kleiner Penner. Oh, das war knapp. Da wäre ich fast nicht weggekommen. Willst du mich rollen? Kleiner Kackrobo? Blödes Vieh, ey. Gib mir immerhin noch was, das ist schön. Ah! Nur noch! Ich wusste doch, hier war noch was. Zum Glück sind die nicht dafür gemacht, um auf schiefen Ebenen zu kämpfen, die Dinger. Das ist super. In der Nähe ist ein Fahrstuhl. Oh, guck mal. Stimmt, den habe ich ganz vergessen, den Teil hier. In der Nähe ist ein Fahrstuhl? Hä? Ich weiß wo. Warte mal, wir sind gleich da. Warum rennst du weg, du Penner? Ist ja komisch. Ich sollte erst den erledigen. Bist du irgendwo verwundbar? Natürlich nicht. Das heißt Kopftherapie. Der erste Strahl ist nur visuell. Das erste kleine bisschen. Das wird danach erst schmerzhaft. Das heißt, hier muss das sein. Das war komisch. Da ist die Animation irgendwie gebuggt. Habt ihr gesehen? Okay, dann. Oh, die Robos lassen auch so gerne mal was fallen. Das ist super. Komm mal her. Man muss noch nicht mal wegspringen. Man kann einfach einfach weggehen, zur Seite gehen und schon hat man den. Also hier irgendwo muss das sein, sagst du? Der ist ganz schön schnell, ne? Der kleine Mann hier. Der kleine Drecksack. So, ich zerhack dich. Zap. Natürlich zensiert für die Minderjährigen unter uns. Hier ist der Fahrstuhl. Das ist der einzige Fahrstuhl im Gebiet. So weit, also im Gebiet, der hier oben ist. Denke ich instant an... Was? Auf einem ferngesteuerten... Was? Oh Mann, Kater, ey. I know, right? So weird, ja. Ich glaube, du hast irgendwie einen kleinen Fetisch, den du besser verbergen solltest. den erwähnt man unter zivilisierten Leuten nicht. Ich meine, hier war ich ja eben auch. Das hätte ich wohl bemerkt, wenn hier so ein Dings wäre, oder? Und hier fehlt Gegner. Hier müsst eigentlich ein Gegner patrouillieren. Sie den weggenommen haben, weil er zu viel Stress war. Ach so, du Penner, ja. Du Sack, habt ihr gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Habt ihr es gesehen? Die kleine Seuche, die er ist. Alter, ey. Also vom Schaden her finde ich die manchmal echt sau übertrieben. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Das hätte ich auch wahrscheinlich gefunden. Hier maybe irgendwo. Hätte ich aber eigentlich auch gefunden.
The third comic is found inside the Resolve Biolabs in the laboratory section after you descend a couple sets of stairs. You'll enter a room filled with a couple security bots and maintenance bot and a drone. After you defeat each of these enemies, look in the far corner of this room to find... Oh, on a desk. Ah, okay, okay, okay. Ah, dann muss ich ihn auch nicht besiegen. Dann wird das wahrscheinlich in dem Labor sein. Oh, ja, in dem hier, ganz genau in dem. Au, du Ratte. Ich hasse diese Roboter, ne? Seht ihr, wie asozial die sein können? Pennervieh, hör auf. Und jetzt auch noch mit Drohnenspaß, ne? Oh, das liebe ich ja. Okay, dafür habe ich jetzt auch nicht seinen Schwanz bekommen. Dann kann ich ihn hier ohne Problem... Wow, danke, Carter. Ja. Wie du jetzt schon erwähnst, dass meine Community indecent ist. Das finde ich nicht nett. Oder es so bezeichnest. Dead. Bleib liegen. So. Auf einem Tisch. Couple of maintenance bots. In the far corner. Wie oft ich daran schon vorbeigelaufen sein muss, ne? Au, wie er mich noch erwischt hat! Kleine Ratte, du Miese. In the far corner on a desk. In the far... Oh, warte mal. Haha. Hallo? Mach. Können wir das ja doch noch machen. Obwohl, after you descended a couple of stairs. Das hier ist nicht descended. Okay. Ist aber okay, ich glaube, ich weiß wo. Ah, der Modaxinol-Injektor. Das ist für den einen, der dort im... in der Fabrik im Center steht, im Help Center. Dem soll man den bringen, weil der ist ein Drogenjunkie. Und der kriegt den von mir nicht, der ist ein Arsch. Soll er halt verrecken, ist mir egal. Ah, Waffenfertigkeit erhöht. Finally, geil. Wie komme ich nochmal da runter? Hier. Das heißt aber, dass hier wieder der Spaß abgeht. Au. That did hurt. Ja, hau ruhig den Kopf gegen die Wand, das ist cool. Ich helfe dir ein bisschen damit, das Hirn zu zerstören. Dann geht es uns allen gleich besser. So, hier sitzt noch der Special-Typi drin. Okay. Also da sind im Video rein, rechts durch die Tür und dann nochmal rechts. Und dann ist links ein Fahrstuhl, den sie benutzen und oben auf dem Tisch lag es. Okay, ja, hier ist es. Ich dachte mir, dass es hier ist. Weil hier sind mehrere Maintenance-Bots. Und diese Kackdrohne. Echt, dass ich das hier nie gefunden habe? Ich habe den Raum hier eigentlich im Let's Play gut durchsucht. Oder war das das zweite, was ich gefunden hatte hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es zumindest jetzt nicht mehr gefunden. On a desk. Da ist es. Ja, man muss direkt daneben stehen. Wie sackig, ey. Wo ist es? Iron Mouse Nummer 9. Guck mal, geil, oder? Yeah, wuhu! Hans Eisen Deck 13. Aha. Hans Eisen, ich finde das geil. Yeah! Und hier auch, wuhu! Auch Hans Eisen Deck 13, okay. Das ist wohl der das gemalt hat. Finde ich super. Und der haut gerade einen Schmelzer kaputt. Ja, das haben wir ja auch beim Schmelzer gefunden. Be the Iron Mouse. Be the Iron. Bla and Sniff. Live and Sniff wahrscheinlich. Iron Mouse we trust. Voll gut. Ja, das waren die Münzen, mit denen man das gekauft hat, das Iron Mouse Set. Gekauft in Anführungszeichen. Das war ein Gewinn. Okay, wo ist das nächste, was wir finden können? Wahrscheinlich erst in R&D und da sind mehrere Sachen. Aber R&D ist auch echt groß. R&D ist richtig groß, Leute. Wir machen hier mal einen Cut. Und wir sehen uns wieder, wenn wir weitermachen können. Ja, vor der Big Sister. Und ich hoffe mal, ich verkacke nicht schon wieder das Part anmachen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.